Oh nein! Verdammt! Was? Wie? Wo? Sorry. Ich war so aufgeregt, dass ich hier mitten... Dass ich hier seit Sonnenaufgang auf dich gewartet habe und mitten auf dem Steg hier auf dem... Es ist kein Steg, auf dem Eingangsweg geschlafen habe. Ich bin da einfach... Ich muss einfach eingeschlafen sein. Ich bin hier einfach eingepennt. Aber egal. Unser Retterteam nimmt ab heute offiziell die Arbeit auf. Geben wir unser Bestes. Wobei. Wir haben ja noch gar keine Aufträge. Ich hab's. Vielleicht finden wir ja etwas im Briefkasten. Mordev schaut den Briefkasten. Der Briefkasten enthielt ein Retterteam-Starter-Set. Wusste ich doch. Das ist ein Retterteam-Starter-Set. Jeder, der ein Retterteam gründet, bekommt eins. Mordev öffnet das Retterteam-Starter-Set. Darin befindet sich ein Retterorden. Sowie eine Sammelbox. Und außerdem noch eine Ausgabe der Pokémon-Zeitung. Wow! Das sind wirklich klasse Sachen hier drin. Dies ist der Retterorden. Der Beweis, dass du einem Retterteam angehörst. Solange eine Sammelbox... Sogar eine Sammelbox ist dabei. Für Items, die wir in Dungeons finden. Ich pack die Sachen, die Svetbo uns gegeben hat, gerade mal hier rein. Die können wir bestimmt gut gebrauchen. Items sind echt nützlich. Wir sollten immer welche mit auf unserem Abenteuer mit dabei haben. Und hier hätten wir noch eine Ausgabe der Pokémon-Zeitung. Sie enthält viele nützliche Informationen. Ich lasse die Pokémon-Zeitung im Briefkasten. Wir werden das später einen Blick reinnehmen. Mal sehen. Gibt es noch weitere Post? Haben wir auch nichts übersehen? Mordev schaut noch einmal in den Briefkasten, doch der Briefkasten ist leer. Schade, sonst ist nichts drin. Wenn jemand unsere Hilfe braucht, hätten wir einen Rettungsauftrag erhalten. Ich vermute, es weiß noch keiner von uns, da wir jetzt gerade erst angefangen haben. Haha. Flap, flap. Na, wer kommt denn da? Huch. Was war denn das? Klunk. Aha, okay, wir können uns jetzt frei bewegen. Das Tutorial überstanden. Naja, das wird noch ein bisschen gehen, aber... Vor allem das ganze Spiel ist hier ziemlich textbasiert, daher... Ja, Tutorial kann man jetzt nicht wirklich sagen. Vielleicht ist da ja ein Rettungsauftrag drin. Komm, sag schon, ist einer drin? Zwei genießt den Brief. Bibi. Glaubt, ihr habt mir von euch erzählt. Bitte, wir brauchen eure Hilfe. Ein paar Magnetiker stecken in Schwierigkeiten. Ein seltsamer elektromagnetischer Welle floss durch unseren Dungeon. Bibi. Sie bewirkte, dass sich zwei Magnetiker miteinander verbanden. Doch das genügt nicht, um einen Magneton zu bilden. So ist es unvollständig. Bitte hilft uns, Bip Bip, ein Freund der Magnetilo. Na, was meinst du? Sollten wir den Rettungsauftrag annehmen? Na los, auf geht's. Warum nicht? Genau das wollte ich von dir hören. Geben wir unser Bestes. Let's go! Die Map. Donnerhallhöhle. Ja, die Map ist groß, da gibt's noch einiges daneben. Jetzt aber erstmal in die Donnerhallhöhle. Oh, da seid ihr ja. Und da seid ihr ja. Brrrt, brrrt. Unsere Feinde sind in dieser Höhle. Brrrt. Sie müssen auf die Noten weg sein. Hilft uns bitte. Bieb, 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 bieb. Auf geht's. Donnerhallhöhle. U1. Da wären wir also. U6, das dürfte doch zu schaffen sein. Neige L in eine Richtung, während du B gedrückt hältst, um zu sprinten. Ist klar, das hatten wir schon. Ich bin hier nur am Sprinten. Und los! Wenn sich dein Magen nährt, dann iss einen Apfel, um ihn wieder zu füllen. Ist dein Magen völlig leer, sinken mit jeder Handlung deine KP. Ja, das wäre nicht gut. Müssen wir im Inventar mal welche essen.
Gut. Und wenn unsere Attacken leer sind, dann nehmen wir die nächste Attacke oder wie läuft das hier? Ich könnte es auch wechseln, aber gut. Bisher war das noch kein Problem. Bisher hatten wir noch nicht so große Dungeons, dass wir hier in Gefahr kamen, irgendwas an APs zu verlieren. So, zwei Pokémon auf einmal. Hast du es mit mehreren Gegnern auf einmal zu tun, ziehe dich in den Gang zurück und nimm sie dir einzeln vor. Ja, das ist ratsam. Man kann sie auch auf offenem Raum besiegen, so ist es nicht, aber ja, ist natürlich taktisch am besten, wenn man sie so besiegt. Jo. Da geht's lang. Halte R gedrückt und neige L in eine Richtung, um dich diagonal fortbewegen. Ja, warum sollte ich? Diagonal. Wird schon. Wenn du ZL gedrückt hältst, kannst du mit Hilfe von ABX und oder Y eine Attacke auswählen, die du einsetzen möchtest. Aha. Also nicht ZL, dann kann ich jetzt hier. Aha. So war das. Drachenwut. Ich kann Drachenwut. Okay. Ich bin jetzt Level 5. Alles klar. Du meinst dann Level 5 kann Drachenwut? Das ist außergewöhnlich. Das ist sehr speziell. Also mit ZL können wir jetzt Attacken auswählen. Interessant. Tritt ein Pokémon in einem Dungeon auf ein Wunderfeld, werden alle deine Statuswerte, die zuvor gesenkt wurden, zurückgesetzt. Dachte jedoch, dass auch erhöhte Statuswerte zurückgesetzt werden. Ja, ist nicht immer praktisch. Muss mal gucken, wie man es einsetzt. So, ZR und jetzt kann ich mal. Ich versuche mal einen Biss. Sehr gut. Funkenflug haben wir noch. Kratzer haben wir noch. Funkenflug, Kratzer, Biss, Drachenwut. Über. So kann man es machen. Ich bin hier unten weiter. Modi kämpft für mich. Habe ich ihn ganz alleine im Stich gelassen. Ja, das wird noch häufiger vorkommen. So. Da wären wir. Weitergehen. Jetzt haben wir das Geld liegen lassen. Oh Mann. Drücke Steuerkreuz, um den Anführer des Pokémon, das du steuerst, zu wechseln. Du kannst also auch andere Teammitglieder steuern, wenn du sie zum Anführer machst. Ach, das ging ja erst ganz spät in Pokémon Blau. Geht ja gar nicht. Ich versuch's gerade. Ja, wie auch immer. Ist jetzt ja nicht. Ist nicht gewollt. Erstmal noch nicht. Funkenflug ist irgendwie hier die Standardattacke. Einmal über alle Felder rücken. Sekunde, hier mal Geld aufgeben. Aufheben. Und wenn den Pokémon nicht ernt, ist die Million nicht wert. Hebt. Stand daran, hebt. So, Elektrik. Irgendwann können wir dann auch Pokémon anheuern, die wir im Dungeon treffen, wo wir die besiegen als Teammitglieder nehmen. Aber es wird wohl noch ein Weilchen dauern, bis wir das können. Wir können ja nicht alles sofort. Da sind sie ja. Holen wir sie hier raus. Swanky hat alle Aufträge im Dungeon Donnerhallhöhle erfolgreich abgeschlossen. Unsere Körper sind wieder getrennt. Bip, bip, hurra. Bip, bip, hurra. Bip, bip, hurra. Vielen Dank euch beiden. Ihr seid wahre Helden. Danke. Bzz, bzz. Du hast das Item Großer Apfel erhalten. Du hast das Item Sinnelbeere erhalten. Du hast 650 Poké erhalten. Wir sind reich. Naja.
Noch nicht wirklich, aber ja, so ungefähr. Anfangs ein Startkapital haben wir jetzt schon gekriegt. Puh, ich bin froh, dass die Rettung heute glatt über die Bühne gelaufen ist. Das war ja unser erster Auftrag als Retterteam. Ich muss zugeben, ich war ziemlich nervös. Das hat ganz schön geschlaucht. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause und schlafe mich aus. Morgen machen wir weiter. Bis dahin. Ein Traum. Was? Was? Wo? Wo bin ich? Ist das etwa ein Traum? Huch! Da ist doch jemand. Wer mag das wohl sein? Etwa jemand, den ich kenne? Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich hatte einen merkwürdigen Traum. Aber ich kann mich nicht mehr genau an ihn erinnern. Ach, was soll's. Auf zu neuen Rettungstaten. Mal sehen, was heute im Briefkasten steckt. Auf geht's. Ein neuer Tag mit Mordi im Retterteam. Oh, Mordi ist gar nicht da. Und der Briefkasten ist da. Der schläft woanders, der Mordi, wie es ausschaut. Zwei schaut in den Briefkasten. Doch da ist kein Auftrag für das Retterteam. Morgen, Zergi. Du bist aber früh wach. Oh nein. Ich sehe, du hast bereits den Briefkasten nachgesehen. Und waren irgendwelche neue Retterteam-Aufträge für uns da? Was? Es sind keine Aufträge gekommen. Oh. Naja, das hatte ich mir eigentlich schon fast gedacht. Schließlich haben wir gerade erst angefangen. Kein Grund, Trübsalbe zu blasen. Lass uns zum Pokémon-Platz gehen. Lass uns hier mal erstmal die Stadt erkunden. Am Infobrett der Pinepa-Post finden wir bestimmt einige Rettungsaufträge. Der Pokémon-Platz ist ganz dort drüben. Gehen wir gleich hin. Ich kann nicht mehr reden. Ich nehme jetzt schon eine Weile auf. Dies ist der Pokémon-Platz. Das ist der Kikleon-Laden. Hier kannst du Items kaufen und verkaufen. Das hier ist die Snobbly Card Bank. Hier kannst du dein Geld einzahlen. Hier hätten wir den Slipluck Link, wo Schlupfluck Attacken für dich kombiniert. Was kombinieren heißt? Nun, wenn du Attacken kombinierst, kannst du sie gleichzeitig einsetzen. Wenn du mehr erfahren möchtest, solltest du unbedingt Schlupfluck selbst fragen. Das ist das Kangama-Lager. Hier kannst du Items lagern, um sie nicht zu verlieren. Hast du wichtige Items, solltest du sie hierher lagern, bevor du in ein Dungeon gehst. Alle sind erfreut, mich kennenzulernen. Davon hätten wir außerdem noch das Makuhita Dojo. Hier kannst du Strategien für die Dungeons erlernen und perfektionieren. Na, was sagst du? Hier findet man jede Menge nützliche Läden, was? Ach, da hinten ist noch die Pelepa-Post. Folge einfach dem Weg, um hinzukommen. Ich bin mir sicher, dass man dort Infos zu Rettungsaufträgen erhalten kann. Komm, starten wir zuerst der Pelepa-Post einen Besuch ab. Wenn du mal nicht weiter weißt, sprich deinen Partner an. Vielleicht hatte er ja ein paar nützliche Tipps parat. Oder die anderen Teams hier in der Stadt. Vor kurzer Zeit gab es einen schlimmen Waldbrand, ganz fürchterlich. Zum Glück konnten Totok und ich und Impergato das Feuer schnell löschen. Nicht ich. Aber wenn sie nur etwas später gekommen wären,
hätte das übel geendet. Oh weh. Keine Ahnung wieso, aber in letzter Zeit gab es hier sehr viele Naturkatastrophen. Aus Angst sind viele Pokémon wild und aggressiv geworden. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Allerdings, gefährliche Zeiten sind das. Wie bitte? Oh, die Pinderpopast. Die Pinderpopast ist genau dort. Sie steht vorne am Kap. Du kannst sie gar nicht verfehlen. Okay. Auf zur Pinderpopast. Schaut ganz danach aus, als würde es da weitergehen. Da drüben, das ist die Pinderpopast. Sehr schön. Bartkratz. Hier werden Infos von Pokémon gesammelt, die irgendwo unsere Hilfe benötigen. Siehst du das Infobrett da? Ja, es steht direkt vor meiner Nase. Dort werden Ritterteam-Aufträge ausgehängt. Wollen wir uns mal eins ansehen? Infobrett. Und dann gibt es noch angenommene Aufträge. Große Apfel gesucht, Kleinhain. Hilfe, Donnerhalm Höhne. Ich bin fix und fertig, Donnerhalm Höhne. Nicht nach Hause gekommen, Donnerhalm Höhne. Ja, okay, dann nehmen wir erstmal alle an. Das ist die beste Taktik. Aufträge erstmal alle annehmen und dann nicht ausfüllen können. Einer am Kleinhain, drei in der Donnerhalm Höhne. Naja, fangen wir mal mit dem ersten an, würde ich sagen. Na, hast du dir alle Aushänge angesehen? Wenn du zu einer Rettung aufbrechen willst, musst du einfach nur den Auftrag annehmen und in den Dungeon gehen, der im Auftrag angegeben ist. Folge einfach dem Pfad von der Basis nach Süden, um zu Dungeons zu gelangen. Im Moment stehen uns wohl nur die Aufträge am Infobrett zur Verfügung. Haben wir erst einmal ein paar Rettungsaufträge erfolgreich erledigt, steigt auch unseren Bekanntheitsgrad. Und ich wette, dann bekommen wir bald auch Aufträge mit der Post. Großartig. Giovanni Mau hüpft da gleich von der Klippe. Willkommen bei der Pinderpopast. Du bist zum ersten Mal hier, oder? Bei uns können sich Freunde mit Hilfe des Internets oder eines Passworts gegenseitig helfen. Wenn dein Team in einem Dungeon kampfunfähig wird, kann dir ein Freund zur Hilfe kommen. Natürlich kann dein Ritterteam auch einem anderen Ritterteam zur Hilfe eilen. Außerdem können deine Teammitglieder deinem eigenen Team helfen. Wenn du gerettet wirst, verlierst du nichts. Und wenn du selbst jemanden rettest, bekommst du deine Belohnung. Hurra! Es ist sehr wichtig, einander zu helfen. Mach es dir am besten zur Gewohnheit. Um diese Spielfunktion optimal nutzen zu können, müssen Daten und Uhrzeit der Nintendo Switch-Konsole korrekt eingestellt sein. Nun denn? Ach ja, das weiß ich noch. Bei dem Pokémon-Spiel, ich glaube beim Pokémon Team Himmel, das war's. Auf dem 3DS, da hat das nicht funktioniert, wenn halt da konntest du die Uhrzeit des DSs verstellen und dann hat's halt nicht funktioniert. Das war eher bei Animal Crossing so, aber bei Mystery Dungeon, ich glaube, da hat es auch ein paar Probleme gegeben. Wenn du zu einer Rettungsmission aufbrechen willst, wähle Option Pinderpopportal. Okay. Dies ist das Pinderpopportal. Von hier aus kannst du zu einer Rettungsaufträgen in den Dungeons aufbrechen. Möchtest du zu einem Dungeon aufbrechen? Wenn du vom Pinderpopportal aus in einen Dungeon aufbrichst, kannst du entweder einem Freund oder deinem eigenen Team helfen. Von hier aus kannst du aber nicht auf die Aufträge auf dem Briefkasten oder die vom Infobrett zugreifen. Aha. Okay. Das ist hier scheinbar die Online-Sache. Wenn du über die Pinderpopost zu einem Abenteuer oder zu einer Rettung aufbrichst, verwendest du eine separate Sammelbox. Okay.
Karte ansehen, bestätigen. Welchen Dungeon möchtest du? Jetzt nicht unbedingt. Ja, okay, kann ich auf Schlupfloch rufen? Willkommen im Schlupfloch-Linkladen. Womit kann ich dir behilflich sein? Attacken verlinken? Erklärungen anhören? Nein, danke. Okay, alles klar. Das kann man hier wohl noch. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, könnte man vielleicht mal ausprobieren, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, da anderen Leuten zu helfen. Wäre vielleicht, also ich vermute, das ist jetzt hier die Online-Funktion des Spiels. Auf die Verpackung des Spiels wird auf jeden Fall auf eine Online-Funktion hingewiesen. Also, vielleicht, wenn es da einen Zuschauer gibt, der mal Hilfe braucht und der mal darauf angewiesen ist, der vielleicht mal interessiert ist, da mal mitzumachen, kann man das vielleicht auch mal austesten. Mal schauen, was sich da bietet. Ist jetzt noch nicht so dran, aber vielleicht irgendwann mal. Wen haben wir denn hier? Welsang. Ich höre, es haben sich einige Erzgröße aufgetan, die alle in Gefahr bringen. Ich mache mir wirklich große Sorgen, was nun jetzt den Kindern in solchen Spalte fallen. Was wenn solche Kinder, ja, lesen. Hier können wir auch durch die Stadt rennen. Aber warum sollten wir es? Wir wollen es hier in Ruhe erkunden. Rätsellagern können wir jetzt schon. Willkommen in der Snobby Cards Bank. Wie kann ich dir helfen? Einzahlen. Na, dann machen wir es doch das. All mein Geld. 1511 Poker. Also insgesamt, ja. Ich werde gut drauf aufpassen. Das macht dann minus 5% Zinsen. Das ist mein heutiges Treuegeschenk für meine Kunden. Bitteschön. Du hast das Item Apfel erhalten. Ach, jetzt schon Zinsen oder was? Das ist ja jetzt hier wirklich. Wusstest du, dass du dein kostbares Geld verlierst, wenn du in deinem Team einen Dungeon-Kampf unfähig wird? Wenn du dein Geld aber in eine Bank einzahlst, musst du dir darum keine Sorgen mehr machen. Selbst wenn euch in einem Dungeon mein Boost ausgeht, dein Kontostand bleibt hier völlig unbeeindruckt. Wenn du ein Konto bei einer Bank hast, kannst du also beruhigt deinen Rettungsaufträgen nachgehen. So einfach ist das. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Wenn das mal im echten Leben so wäre. Ich glaube, hier gibt es einen 0% Zins. Also hier gibt es keine Probleme. Okay, wiederholt sich. Einzahlen, Abhebung, Erklärung. Ich würde gern. Komm bald wieder. Ja. Hier gibt es keinen Zins und keinen Negativzins. Schöne, heile Welt. Was haben wir hier? Das Itemlager oder was? Auch mal gleich ausprobieren. Willkommen beim Kagame-Lager. Wie kann ich dir behilflich sein? Ja. Seite 2. Ich will gleich mal ein paar Sinnebären lagern. Ja, die Pfirsichbeere auf jeden Fall. Nein, nicht den Mini-Belebersamen. Ah, Pfirsichbeere. Müssen wir einzeln ablegen oder was? Top-Äther. Knackt der Boden unter den Füßen. Da ist noch der Apfel. Und dann kommen den anderen Top-Äther, können wir noch loswerden. Erstmal ein bisschen lagern. Ja, Sinnebären können wir erstmal behalten. Abholen. Können wir jetzt hier unsere Sinnebeere wieder mitnehmen. Und unseren Mini-Belebersamen. Sehr gut. Danke sehr, bis bald. Okay, mal ein bisschen Shopping machen. Was gibt's hier so Schönes? Herzlich willkommen beim Kikleonan. Wir haben ja unser Geld abgegeben. Georgbrocken, 3 Georgbrocken, 4. Okay, Apfel, Top-Äther, Talent-Orb. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Pokémon Talenten
mit Talenten sich deinem Team anschließen wollen. Der Effekt hält so lange an, dass der Pokémon auf der Ebene befindet. Okay, interessant. Was kostet denn der Spaß? Habe ich gar nicht nachgeguckt. 100. Könnte man sich mal kaufen, das wäre nicht schlecht. Das Geld haben wir. Ach, lassen wir mal erstmal. Das ist jetzt hier erstmal noch nicht nötig. Was hast du denn so? Hast du was anderes oder? Oh, TMs. Drachenklaue, Solarstrahl, Erdbeben. Erdbeben, Psychokinese, Drachenrot, Kehrt und Wirbler. Erdbeben, das wäre mal cool. Das sind leider ein bisschen teurer. Interessant, da können wir auch Sachen verkaufen. Ja, großartig. Zu den Dungeons geht's dort entlang. Lass uns einen Auftrag annehmen und dann nichts los. So ist der Plan. Können wir hier am Infobrett, nein, am Briefkasten nachgucken. Haben wir schon alle angenommen. Zurückstellen, ablehnen. Dann stelle ich die hier erstmal zurück. Und dann gehen wir erstmal den hier an. Sehr gut. Nach der Post gucken. Willkommen im Retterteam. Allen neuen Mitgliedern in das Retterohr. An alle neuen Mitglieder. Denn Retterohren besitzt die Kraft, gerettete Pokémon zurück in die Stadt zu senden. Halte deinen Ohren einfach in die Höhe und erledige den Rest für dich. Ah, per Anhalter durch die Galaxis. Ich weiß, ich kenn's. Wenn du im Abenteuer voranschreitest, erhältst du Punkte, mit denen du den Rang deines Teams steigern kannst. Versuche als erstes den Bronzerang zu erreichen. Pokémon-Retter-Organisation. Briefkasten ist jetzt leer. Genesene Zeitung. Nee. Warum sollte ich? Okay, Grundlagen. Wo kann ich denn jetzt meinen Dungeon-Status? Ja, wie auch immer. Gut, dann geht's auf zur nächsten Mission. Donnerhöhle Kleinhain. Auf in den Kleinhain zu unserer ersten, unserer dritten Mission. Jo, let's go.